Computerspiele sind auf dem Vormarsch. Längst verdient die Branche mehr Geld als die Kinofilmindustrie. Entsprechend aufwendig sind häufig die Produktionen. Im Hamburger Studio Dedalic Entertainment durften wir einen Blick hinter die Kulissen einer Computerspielproduktion werfen. Mehr als 40 Spezialisten arbeiteten dort in den vergangenen 2,5 Jahren an dem jüngst erschienenen Spiel Blackguards, dem bislang größten Projekt der Firma. Wie Filme haben auch Computerspiele ein Drehbuch. Bei Blackguards umfasst es mehr als 80.000 Wörter und nimmt sich die Fantasy-Welt Aventurien als Vorlage. Bekannt aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Das schwarze Auge, ist dies ein sagenumwobenes Reich voll magischer Figuren. Diese Geschichte wurde von unserem Autoren geschrieben, der sehr tief in dieser Rollenspielwelt drin ist, der eben sehr genau weiß, wie diese Umstände in der Welt sind, wie die verschiedenen Gegenden, in denen die Akteure agieren, vom Feeling her sind, der jeden einzelnen Dialog geschrieben hat. Die Dialoge stellen den Spieler immer wieder vor schwierige Entscheidungen. Warum bist du eingesperrt? Das wüsste ich auch gern. Ich bin Zauberer. Und aus Al-Anfa. Offenbar Gründe genug, mich als Spion zu brandmarken und einzukerkern. Al-Anfanern ist nicht zu trauen. Ich sage dir, der Drache hat ihn gesandt. Ich schließe auf, wir können Hilfe gebrauchen. War dies eine gute Entscheidung? Creative Lead Martin Wilkes weiß es. Er zeigt, wie sich die Entscheidungen der Spieler auf den weiteren Verlauf der Geschichte auswirken. Hier sprengt die Komplexität von Computerspielen die von filmischen Erzählungen um Längen. Diese Entscheidungen halt haben auch Konsequenzen für das Ende des Spiels zum Beispiel. Also je nachdem, wie eben der Spieler sich an bestimmten Punkten entscheidet, so beeinflusst es auch die Geschichte des Spiels. Und das ist ein großer Pluspunkt an Computerspielen eben, dass sowas überhaupt möglich ist. Auch grafisch ist der Entstehungsprozess aufwendig, auch wenn es ganz simpel damit beginnt, dass man einen Prototypen erstellt. Ein Prototyp bedeutet, man will in irgendeiner Weise ausprobieren, ob das, was man später als Computerspiel umsetzen möchte, auch wirklich Spaß macht. Der erste Prototyp, der bei uns in der Firma entstanden ist, das war wie bei einem Tabletop-Spiel, also das heißt, man hat ein Spielfeld gebaut, hat mit der Hand drauf gezeichnet, kleine Pappfiguren draufgestellt und die gegeneinander kämpfen lassen. Der zweite Schritt des Prototypen war quasi, dass man eine PowerPoint-Präsentation gemacht hat und geguckt hat, wie könnte das nach und nach aussehen, wenn die Bilder hintereinander funktionieren. Der dritte Schritt war dann tatsächlich eine erste Battlemap, eine sogenannte Kampfkarte, auf der dann die Figuren gegeneinander kämpfen können. Und diese 3D-Modelle sind dann diejenigen, die später final im Spiel gezeigt werden. Ähnlich funktioniert die Entwicklung der Figuren. Allerdings muss ihnen im Gegensatz zur Landschaft noch Leben eingehaucht werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Entwicklung einer Figur nimmt, eines Charakters oder eines Schwertkämpfers zum Beispiel. Also bei uns war es so, dass die Animatoren per Hand die 3D-Modelle animiert haben. Also die haben per Hand sozusagen gesagt, wie sind die Bewegungen der Arme und die Bewegungen des Schwertes. Und damit sie dafür eine gute Vorlage hatten, hatten wir eben im Vorfeld Videoaufnahmen gemacht. Mitarbeiter von uns haben halt ihre privaten Schwerter mitgebracht, haben eben einen Show-Schwertkampf gemacht, der gefilmt wurde. Nach diesen Filmaufnahmen sind die Animationen dann gemacht worden und so sind die später dann im Finale ins Spiel gekommen. Doch nicht alle Figuren steuert der Spieler selbst. Um ein würdiger Gegner zu sein, braucht der Computer Intelligenz. Man kann diesen computergesteuerten Figuren, diesen NPCs, Nicht-Spieler-Charakteren sozusagen, eine gewisse Intelligenz einhauchen, indem man sagt, wenn das passiert, dann mach das zum Beispiel. Dann hat man als Spieler das Gefühl, dieser Gegner auf der Karte, der agiert eben realistisch oder halt wie es eben ein anderer
menschlicher Mitspieler halt auch machen würde. Das ist der Job von Programmierern, die ihre Aufgabe aber nicht zu gut machen dürfen. Damit das Spiel Spaß macht, gilt es, die richtige Balance zu finden. Das heißt, es kommt beim Schwierigkeitsgrad darauf an, dass der eben zwar schaffbar ist, aber herausfordernd, aber nicht unmöglich. Ja? Diese Grade zu finden, das ist relativ schwierig, weil da müssen halt eben verschiedene Faktoren zusammenkommen. Die Faktoren sind in erster Linie halt, wie viel Schaden machen die Gegner, wie viel Schaden bekommt der eigene Spieler, wie viele Lebenspunkte haben die Gegner, wie viele Lebenspunkte hat der Spieler, wie hoch muss ein Gegner gelevelt sein, also wie schwierig muss er sein, damit das halt alles stimmt. Diese Sachen gehören zum Balancing und das kann man nur rausfinden, indem das Spiel halt wirklich sehr oft und sehr lange gespielt wird, immer und immer wieder, über Monate hinweg, jeden Tag 8, 9, 10 Stunden und immer wieder Feedback gegeben wird an die Entwickler zu sagen, da ist es noch zu leicht, da ist es noch zu schwer. Also ein sehr komplexer Prozess, der immer wieder dazu führt am Ende trotzdem, dass man Leute hat, die sagen, mir ist es zu leicht und Leute, die sagen, mir ist es zu schwierig. Zum Schluss kommt noch der Ton ins Spiel. Wir hatten zwei verschiedene Sprachaufnahmen, einmal in Hamburg und einmal in London dafür gehabt. Und es ist halt so, dass eben auch sehr viele Charaktere vorkommen und deswegen auch sehr viele Sprecher herangeholt werden mussten, die halt eben für dieses Spiel gesprochen haben und ihre Stimme halt den Charakteren verliehen haben. Ach verdammt! Ich hasse diesen persönlichen Kram. Das macht es schwerer, euch sterben zu sehen. Eleanor! Was geschieht hier? Was geschieht mit mir? Dort hinten ist jemand! Ruh dich aus. Es ist gut. Alles ist gut. Auch die Musikproduktion gehört zu einem Computerspiel dazu, genauso wie die Soundproduktion. Und da ist es unglaublich wichtig, dass es halt ein atmosphärischer Soundtrack ist, der halt einerseits den Spielern im Ohr bleibt, aber andererseits nicht stört, weil man über den Soundtrack über 40 bis 60 Stunden halt auch hören muss oder möchte eben. Da sieht man halt eben, eigentlich sind das ganz, ganz viele verschiedene Medien, die da zusammenkommen. Ja? Also man könnte aus dem Manuskript, was wir für das Spiel haben, ein Buch machen. Wir können aus dem Soundtrack, den wir haben, eine Musik-CD machen. Wir können aus den vertonten Dialogen ein Hörspiel machen. Aber gleichzeitig haben wir das alles in ein einziges Medium gepackt, zusätzlich noch zu der Grafik, den Animationen, der Programmierung und der künstlichen Intelligenz und so weiter. Und das alles zusammen führt dann zu diesem Softwareprodukt Blackguards. Und das, wenn das alles zusammenpasst und gut zusammengreift, dann ist eben auch ein gutes Spiel am Ende da. Die Entwicklungskosten von Blackguards gehen in die Millionen. Ob sich die Investition gelohnt hat, muss sich zeigen. Besonders auf dem deutschen Markt, auf dem das Spiel auch in einer umfangreichen Sammleredition erhältlich ist, hofft Dedalic Entertainment auf eine weiterhin wachsende Nachfrage.